Alles nur wegen diesen Schickis hier. Oh, Viertelstunde. Dann gibt's erstmal was zum Futtern. Finde ich gut. Bisschen was vertragen könnte ich jetzt wieder. Aber du bist ja dann noch dabei danach, ne? Ja. Hast ja gesagt, du weißt ja noch nicht, ob du nachher bei dem anderen Geheimprojekt ist, dabei bist. Was geht? Assalamu alaikum. Der Späß ist halt schon nice für den Banditen mit dem Bluteffekt. Aber ich brauche trotzdem noch irgendwann mal bessere Waffen. Was war denn das eben für eine Barrel Roll? Hast du das gesehen? Wie der weggerollt ist. Guck mal, der auch. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Stop it. I'm a cop, you idiot. Drehen durch. Aber total. Aber ich freue mich ja schon auf deine Lieblingsgegner-Typen hier. Weißt du, welche das sind? Ja, die Als Ratten. ich bei dir gelurkt habe, nein, die Was? Ah, stimmt, Sperma-Weihnachtsmänner. ja. Wir könnten denen ja auch einen Namen geben. Wir könnten sie ja Herr Nix Kacki nennen. Nach heute. Wie sieht sich das an? Ach, das ist wieder so eine komische Puffquarte da, ne? Boah, das ist ein nicer Move. Bam. Aber der braucht voll lange. Dass hier alles so einen Ragdoll-Effekt hat, ist auch lustig. Irgendwie. Torstadt der Akademie, da sind wir wieder. Kam das überhaupt mit dem Kacki-Haufen, weil ich den Kacki-Emoji genommen Ja, wahrscheinlich, aber dann irgendeiner hat es losgetreten vorhin. Ich weiß gerade nicht mehr selber, wer es war. Und dann, ging es so rund. aber sowas von. Warum habe ich diesen Ort markiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wahrscheinlich, weil mich hier irgendwas genatzt hatte vom letzten Mal. Was ich nervig finde, ist diese Orte, die man markiert. Ja. Und wenn ich vergesse, das entweder abzulaufen und dann finde ich das auf der Karte irgendwie nie wieder, was ich da mal markiert habe. Das ist natürlich schlecht. Boah, diese Welt ist echt riesig. Leck's mir am Arsch. Ich glaube, jetzt bis zu der Pause werde ich nur ein bisschen free roam und danach nachher gucken wir mal nach ein paar Bossen. Hätte ich Bock zu. Oder Dungeons. Dungeons finde ich sowieso immer nice. Ja, die machen auch, die sind auch richtig geil. Die Ein machen Bock. NPC? Ja, immer gucken, dass man mit allen alle Dialoge erschöpft hat. Weil manchmal triggert man dadurch ja erst Missionen, ne? Ja. Aber ich muss sagen, also ich finde das auch voll nice eigentlich, dass von der farblichen Gestaltung her zu jedem Gebiet auch immer was zuzuordnen ist, ne? Also Limegrave ist so grün, gelblich, Caelid dieses bedrohliche Rot. Ja. Hier dieses Blau-Violette, das hat doch schon sowas mystisch Magisches. Und ich meine, ich habe ja schon kapiert, dass das Theme hier ist. In jedem Gebiet gibt es ja immer ein bestimmtes Theme. Und hier ist ja irgendwie das Gebiet sehr, sehr. Was macht der denn für einen Handstand? Sehr magieartig alles, ne? Ey, die bringen aber auch gut Runen hier. Ja! Stop it. Oha, was haben die für Sichel? Die haben ein langes Teil und aber eigentlich nicht die Waffen. Hallo? Hat der mich eben gerade. Hast du eben diese. Hast du diese Bukake-Party gesehen eben? Ja, hast du das nicht gesehen, was der mich hier voll geähmt hat? Vorgejist. Ja. Jackson, waxen. You jack it, we whack it. Oder sowas wie pack it.
Okay, es reicht. Das Schöne ist ja, wenn man Gegnertruppen besiegt hat, dann werden ja deine Tränke auch mal ein bisschen aufgefüllt. Jetzt muss ich nur die hier überleben! Stop it! Eindeutig ein Zahnarztinstrument, was der da führt. Also wenn das bei deinem Zahnarzt so aussieht, dann will ich aber nicht wissen, wen du da besuchen gehst, ne? Oder fällt mir ein, ich habe in 2 Wochen ja auch wieder Zahnarztbesuch. Zahnarzttermin, auch Routine und Untersuchung. Routinekontrolle. Moin, Servus, moin, da ist ja der Zander. Der Zander. Zander hat leider die Nick Bukake Party vorhin verpasst. Ich sag nur nix Kackihaufen. Aber moin, Zander, auch von mir. Zander, sage ich jetzt auch schon wegen dir, Thunder. Wie viele sind von denen hier? Stop it! Guck mal, jetzt mit den Ratschlägen hier. Voll übertrieben. Alter. Ja, hier geht gerade eine Gangbang-Party gefühlt bei denen. Der jiggt mir hier einen drauf. Hey, jetzt ist gut. Und Herr Nick hat uns schön erzählt, was der für Zahnärzte hat hier, zumindest vor den Mordinstrumenten. Ich stelle mir das gerade so vor. Bei anderen ist das ein normaler Therapiestuhl, wo du auf der Liege liegen, und bei Herrn Nick beim Zahnarzt ist es so eine Iron Maiden, so eine eiserne Jungfrau. Hey, blocken giltet nicht, das darf nur ich. Muss auch bald zum Zahnarzt. Gar kein Bock. Aber es muss sein. Sein muss, muss sein. Der fragt dann auch: Und haben Sie regelmäßigen Stuhlgang oder ist da Blut im Mund? Jetzt ist gut. Ja, Stuhlgang gut. Was hat denn der hier jetzt für ein Lollipop in seiner Hand? Lollipop, 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 Lollipop. Hättet ihr ruhig mehr Flaschen auffüllen können, ihr Flaschen. Da. Ist ja eigentlich meistens auch so, dass irgendwelche Creeps, die du ja besiegst, dass da in der Regel auch eine Boss-Version von existiert. Ne? Gibt's auch eine riesige Ratte? Nein, nee, die habe ich schon gefunden. Goldener Baum, goldene Saat. Ja. Gimme, gimme, gimme. Sehr gut. Gimme, gimme, gimme. Noch so ein Typ. Du hast echt so ein Rattenproblem, ne? Schon. Ich habe in dem Spiel ein Hundeproblem. Naja, jedem das seine. Ich habe voll den Überblick verloren. Ach du Scheiße. Was es hier alles gibt. Ich glaube, ich versuche mal in die Stadt zu kommen. Da ist ja auch irgendwo dann diese komische Akademie, von der hier jeder schon gefaselt hat, ne? Hier, ich habe ein Meme-Video gesehen. Über so ein. Oh, was, was, was? Das ist so ein Boss. Ja, guck mal, die haben Aimbot. Was denn das? Über so ein Boss, Radan. Warst du bei dem auch schon? Bei dem war ich ja. Hast du ihn gelegt? Ja. Ja, ich kann leider deine Streams momentan nicht gucken, weil du spoilerst, würdest mich halt böse spoilern. Die muss ich dann mal nachholen. Ja. Ist es denn die Möglichkeit? Aber ich fand es auch nice, wie du vorhin, als ich mit dem Pre-Stream angefangen habe, wie du es dann genannt hast. Wie lang ist Elden Ring? Man weiß es nicht. Ist schon eine richtige Sucht. Ja, ist halt auch wirklich krass. Wenn ich könnte, wie ich wollte und nicht noch andere Projekte und andere Verpflichtungen mehr hätte, hätte ich, glaube ich, auch viel mehr gespielt.
zockt schon. Ist ja so, gibt's ja so Kranke, die haben das ja irgendwie am ersten Tag schon, was weiß ich, 12, 13, 14, 15 Stunden gespielt. Ja. Hast du mit einem Flammenwerfer versucht, mich zu grillen, eben, Junge? Na komm, jetzt gehen wir mal zu Fuß. Wird ja langweilig sonst. Muss auch mal wieder was Glücklicheres spielen. Irgendwas mit Mario oder so. Oha, der da oben, der sieht broken aus. Der sieht stark aus. Was glücklicher spielt Mario. Mario hat ja, kann aber auch eine schöne Frustkurve haben. Ah, der Bluteffekt ist nice. Aber der da oben, der sieht broken aus, der Typ. Ja, mit Blocken habe ich in solchen Spielen habe ich es ja gar nicht. Ich habe mit dem Konter Probleme. Blocken geht. Hallo? 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 Das hat einen Boomerang-Effekt gehabt. Hast du das gesehen? Ja. Ich verpiss mich. Ich will zum Ohren nichts nach der Gnade. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Ey, jede Wette da oben war ein Ort der Gnade. Ah, so ein Typ. Markus Fahl, wo war denn hier ein Fahl in der Nähe? Die sieht man auch manchmal gar nicht, gell? Nee. Aber müsste dann eigentlich, glaube ich, nah sein. Na, geht. Müsste. Ja, ich weiß, Konjunktiv 2. Obwohl, doch, ist gar nicht so weit weg. Guck mal, hier waren doch schon gleich die Stufen. Aber was wir machen? Das fühle ich beim nächsten Ort der Gnade wieder auf. Komm. Ja, würdet ihr die Güte haben und auch mal angreifen? Den Tintenfisch. Ach, die Toten, die Untoten. Ja. Ich finde die schön lustig und nervig wegen ihren Fackeln. Fuck! Ich wollte eigentlich nicht drauf gehen. Bis ich bei meinen Runen war. Stop it. Hallo! Der hat mich fast getötet. Hallo! Don't do it, my man. Ich will meinen Ruden. Ja, natürlich, die bewacht er da auch noch. Ach du Scheiße! Ich will meine Ruden. Lass mich weg! Nein! Scheiße! Ey, jetzt kommt er noch mit so einem Crossbow. Okay, ich versuche jetzt an denen vorbeizureiten. Ich will meine Runen! Stop it! Gut, geht doch. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob hier nicht mal ein Ort der Gnade kommt. Ja, was ist das bitte? Du denkst ja auch so, ja, das hast du alles schon hinter dir gehabt, ne? Warte nur darauf. Dass ich dieselben Sachen finde wieder. Ja. Was ist denn das für eine? Hä? Ups. Hätte ich die nicht angreifen dürfen? Naja, können. Konntest du machen, aber. Habe ich jetzt eine Quest versäumt dadurch? Ich glaube nicht. Hast du die schon mal getroffen Ja, irgendwo? ja. Ja, die zeigt dir, glaube ich, immer irgendwelche Sachen oder so. Oder gibt dir Hinweise, glaube ich, immer nur. Ach so, ja, so kryptische Hinweise, aber die haben mir Ja, eigentlich nicht ja. wirklich was gebracht. Okay, dann ist nicht so schlimm. Ich wollte die ja nicht schlagen. Ich habe nur gedacht, ich habe erst gedacht, es wären Gegner. Ja, gibt es hier keinen Ort der Gnade oder irgendwas? Was ist das für ein komisches Vieh, was mich da eben mit Feuer angegriffen hat? Was ist das? Feuer ist in dem Spiel ganz gefährlich. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Aber was ist das? Ah, hier geht's in diese Stadt, oder was? Ah, ein Ort der Gnade. Sehr schön. Sowas habe ich mich jetzt gesucht, weil wir jetzt nämlich gleich einen Cut machen.
Es ist nämlich genau 20 Uhr. Boah, ich habe ein Zeitgefühl. Leck's mir am Arsch. So. Benni. Ort der Gnade Rasten, da es ja eine halbe Stunde ist. Ich meine, wenn man hier hockt, wird man ja nicht angegriffen. Das ist ja quasi Pausenmenü. Dann sehen wir uns in einer halben Stunde wieder. Dann geht es auch weiter. Und Dogi Dogi. Jo. Halbe Stunde Pause. Viel Spaß mit den... Best of Clips. Ich konnte auch nicht mehr reden.